User Experience der Zukunft. Teil 1. Also hier in der Forschung und Entwicklung kümmern wir uns darum, dass die Autos immer intelligenter werden. Wir haben ein Verfahren entwickelt, um vorherzusagen, wann die Person ins Auto einsteigt, weil wir uns die Routinen merken. Wenn ich zum Beispiel montags um 16 Uhr aufhöre zu arbeiten, dann wird dieser Routinen-Lernalgorithmus das auch für den nächsten Montag vorhersagen. Und dann würde ich auf mein Handy eine Meldung bekommen, du fährst um 16 Uhr los, soll die Standheizung starten. Und das Zweite, das ist das Erkennen des tatsächlichen Annäherns ans Auto. Dann erkennen die Sensoren im Handy das und wir können eine Meldung ans Auto schicken und auch kurzfristig Reaktionen im Auto hervorrufen. Ich kann aber auch noch viel weiter denken. Wenn ich weiß, wann die Person einsteigt, dann weiß ich auch, wie lange das Auto steht und wie lange es parkt. Dann könnte ich auch in einem Lieferdienst immer sagen, wo in der nächsten Woche das Auto steht. Und so würden sich noch viele weitere Services ergeben aus dieser Information der Abfahrtszeit. Das ist der eigentliche Kern, den wir bieten. Ich beschäftige mich mit dem Thema Biometrie. Biometrie als Chance im Fahrzeug, dort entsprechend erkannt zu werden und ins System eingeloggt zu werden. Hallo Manuel. Das Fahrzeug erkennt mich als Nutzer. Ich muss mich nicht mehr manuell einloggen mit PIN und Passwort. Ich werde eindeutig erkannt und mein Fahrzeug passt sich dann an meine persönlichen Einstellungen an. Die Sitzeinstellungen werden übernommen, die Spiegel passen sich an, das Ambiente-Licht entspricht meinen Wünschen oder meine Infotainment-Einstellungen. Wir sehen da eine große Chance in diesem Thema und möchten das natürlich gerne in Serie bringen. Das Auto wird intelligenter. Mit künstlicher Intelligenz und Methoden des maschinellen Lernens haben wir hier Funktionen intelligent gemacht. Was man hier eben sieht, ist die Routenliste, also Ziele und Routen, die der Kunde zu einem gewissen Zeitpunkt eben mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit anfahren wird. Wir haben eben diese Information noch angereichert mit Daten Dritter, Facebook-Daten, Kalenderdaten und eben auch Daten eines Ticketdienstanbieters. In diesem Fall eben, es ist donnerstagsabends, die Kundin fährt für gewöhnlich jeden Donnerstagabends ins Fitnessstudio. Wenn wir Informationen aus ihrem Account bei Eventbrite hinzufügen, wissen wir eben, sie hat Tickets gekauft, Kinotickets für heute Abend. Die Route zum Kino erscheint jetzt hier. Es könnte jetzt ja auch sein, dass sie die Tickets gar nicht für sich selbst gekauft hat, sondern für jemand anders. Wenn ich jetzt zusätzlich noch Informationen allerdings aus ihrem Kalender hinzufüge, dann bestätige ich nochmal, dass sie ins Kino fährt und die Wahrscheinlichkeit steigt hier nochmal. Das Fahrzeug weiß eben schon, bevor ich losfahre, welche Route ich nehmen werde und kann mir dann so eben ja, ganz individuell die passenden Informationen zu der Route anbieten, zum Beispiel Verkehrsstörungen, die auf meiner Route sind.